Ihr helfen? Wie käme ich dazu? Taucht einfach auf und was zum Teufel dauert da so lange? Vieh, komm schon, wir wollen los! Als ich das Ding das letzte Mal benutzt habe, habe ich damit eine Kopfgeldjägerin vom Himmel gepustet. Trotzdem gehen Vieh und ich lieber jedem Kampf aus dem Weg und verlassen uns auf unsere Köpfchen und unser gutes Aussehen. Der Elfenhain ist einer der schönsten Flecken Erde, den man sich vorstellen kann. Aber auch ein goldenes Gefängnis ist ein Gefängnis. Der Elfenhain ist aber auch... Ivos Hippogreif macht keinen allzu glücklichen Eindruck. Vielleicht vermisst sie ihre Reiterin. Oder sie hat Hunger. Oder alles zusammen. Geh doch rüber in den Garten. Da gibt es Pflanzen und Früchte, falls du hungrig bist. Keine Lust auf Grünzeug, was? Geh doch rüber in... Keine Lust... Sobald ich das Vieh geholt habe, bin ich weg hier. Vielleicht fliegen wir nach... Oder... Egal. Wir sind frei. Wir können hinfliegen, wo immer wir wollen. Sobald ich das... Vielleicht... Die Mary wurde vor kurzem beschädigt und ich will sie reparieren. Wenn ich vor kurzem sage, meine ich damit etwa 2 Jahre. Aber zu meiner Verteidigung, ich musste zwischendurch die Welt retten. Ich hätte mit der Reparatur ganz bestimmt morgen angefangen. Aber was soll man machen, wenn es für das Brett eine bessere Verwendung gibt? Als die Mary noch dem Roten Piraten gehörte, hat er mit ihr nicht nur Vergnügungsfahrten unternommen. Ab und zu wurde auch gearbeitet, wie dieser Käfig für flüchtende Feinde und unvorsichtige Adlige beweist. Eines meiner Ziele im Leben ist es, nicht noch einmal als Gefangener an meinem eigenen Käfig zu hocken. Nach unserem Sieg gegen Mortroga wollten einige Gnomen-Ingenieure aus Dankbarkeit die Mary tunen. Aber die Mary mag keine technischen Spielereien und ich bin auch so zufrieden mit ihr. Als ich die Mary gerade neu hatte, verstand ich rein gar nichts von ihrer Technik. Heute verstehe ich mindestens doppelt so viel. Die Mary hat versucht, mir einige Knoten beizubringen. Ich glaube, es hat ihr gefallen, ihr Wissen an mich weiterzugeben. Als nächstes will sie versuchen, Schweinen das Fliegen beizubringen, hat sie gesagt. Die Mary verbraucht Unmengen an Kohle. Für den Ofen, aber natürlich vor allem für die Dampfmaschine. Die Bergwerksgilde hat am Ende des Krieges versprochen, die Mary für den Rest meines Lebens kostenlos zu versorgen. Als ich das Angebot zum zweiten Mal wahrgenommen habe, meinte ein ziemlich grimmiger Zwerg, das Ganze sei eher symbolisch gemeint gewesen. Im Siegestaumel wurden so einige Versprechen gemacht und später nicht gehalten. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Wenn wir noch viel länger durch die Gegend reisen, müssen wir irgendwo Nachschub organisieren. Oder das Vieh muss weniger essen. Eingelegte Pfirsiche. Oh, leer. Der rote Pirat hat mich immer und immer wieder nach seinen Kostümen gefragt, als ich mit ihm getrunken habe. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass wir einige als Schmierlappen benutzt haben. Eine Matrosenuniform samt Mütze und Entenschnabel aus Pappe. Nein, die dürfte mir in der aktuellen Situation nicht weiterhelfen. Ein Häschenkostüm samt Puschel und passenden Ohren. Ich hätte Ivo gerne mal in dem Outfit gesehen. Leider wollte das Vieh es nie hergeben. Ein purpurnes Tentakelkostüm. Das ist das einzige Kostüm, das nicht vom Roten Piraten stammt und das einzige, das laut Vieh tatsächlich einmal nützlich war. Es ist zwar schwer zu glauben, aber ein ganzer Schrank voller Kostüme hilft mir momentan nicht weiter.
Als wir damals aus den wilden Landen zurückgeflogen sind, hat Ivo hier aufgeräumt, so nannte sie es zumindest. In Wirklichkeit hat sie nur unübersichtliche Ordnung in meine ausgeklügelte Unordnung gebracht. Navigation ist keine komplizierte Wissenschaft. Ich suche einen Ort auf der Karte aus, zu dem ich gerne fliegen würde. Dann sage ich der Mary den Ort und sie fliegt mich dorthin. Ich weiß nicht, warum andere sich damit so schwer tun. Ohne Vieh fliege ich nicht weg. Das Vieh ist mein erster Mat und der Koch an Bord und der Ausguck und es schaufelt Kohlen und hilft mir, die Mary zu ärgern. Es ist an Bord unerlässlich. Ein Haufen Landkarten, Tagebücher, Reiseberichte und so weiter. Ich habe nach Dingen gesucht, die ewiges Leben versprechen. Der Heilige Gral, der Stein der Weisen, der Jungbrunnen, solche Sachen. Schwerer zu finden, als man glauben sollte. Deswegen bin ich ja auf die Idee mit dem Djinn gekommen. Da wusste ich immerhin, wo ich ihn suchen muss. War hier nicht auch irgendein Buch zu Lorem Ipsum? Das ist es. Hätte ich früher daran gedacht, hätte ich es Ivo mitgeben können. Ich mag es, verschwundene Dinge zu suchen und lang verborgene Geheimnisse zu lösen. Es ist keine ehrliche Piratenarbeit, aber vielleicht werden das Vieh und ich Schatzsucher. Ich habe alchemistische Labore und Großbaustellen gesehen, auf denen es weniger Kram gab als auf diesem Schminktisch. Parfumzerstäuber, Puder, Schminke, na, nichts, was ich im Moment gebrauchen könnte. Parfum. Die Leute glauben immer, Piraten würden sich nicht um ihr Aussehen scheren. Aber das stimmt nicht. Wie alle sind wir empfindlich, wenn es um unser Äußeres geht. Kaum lässt man sich mal einen Bart stehen, beschweren sich Leute, dass man früher besser aussah. Mary und ich necken uns gerne. Sie sagt dann zum Beispiel, ich hätte keine Ahnung von Luftschifffahrt und wir würden nur in der Luft bleiben, weil sie ständig ignoriere, was ich ihr befehle. Hey Mary. Kapitän Nate? Wie ist der Kurs, Steuermann? Schiff. Wir liegen im Hafen, wir haben keinen Kurs. Ach, spiel doch mit. Ich mag diesen nautischen Kram. Kurs 2456 Grad Nord-Süd, Kapitän. Sehr schön. Kurs halten. Zu Befehl, Kapitän. Alles klar. Lass mich wissen, wenn es ein Problem gibt. Und dann? Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit seinem Schiff ist nonverbal. Belassen wir es für den Moment dabei. Vieh, was hast du denn schon wieder angestellt? Mama locker, Ivo. Ivos Mutter? Oh, komm, hol mir dich erst einmal da raus. Schon gut. Das ist verfluchte Elfenmagie. Hallo, Pip. Ja, ich werde Hilfe holen. Warte hier. Hör zu, Luca. Verfluchte Elfenmagie. Hey, Vieh, kannst du da nicht irgendwie rausschlüpfen? Du kannst dich doch sonst überall durchquetschen. Die Stacheln, verstehe. Ach, das muss doch irgendwie gehen. Schon gut. War nur ein Versuch. Ich habe mich nie viel für Pflanzen interessiert, aber in diesem Garten gibt es Dinge, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Diese zwei Pflanzen da zum Beispiel, es sieht aus, als würden sie einander würgen. Keine Spur von Arbor,
aber er hat diese Rolle Bindfaden liegen gelassen. Vielleicht wollte er damit Büsche zusammenbinden oder etwas in der Art. Der Kurze wird nichts dagegen haben, denke ich. Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Verfluchte Elfenmagie. Hey, Vieh, kannst du dann... Während meiner ganzen Schulzeit hatte ich eine Lehrerin, die uns mit solchen Schilfrohren auf die Finger gehauen hat, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Trotzdem habe ich die vollen 2 Wochen durchgehalten. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben Tage darauf gewartet, bis Ivos Mutter endlich den Palast verlassen hat. Dann hieß es, Badespaß voraus. Vieh und ich haben Arschbomben vom Balkon gemacht. Ivo war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen Empörung und Lachanfällen. Leute sagen, das Wasser hätte heilende Wirkung. Vielleicht sollte ich 1-2 Fass davon mitnehmen und verkaufen. Das ist seltsam. Als ich das letzte Mal hier war, sah der Baum viel glücklicher aus. Wir haben Tage darauf gewartet, bis dann Vieh und... In meiner Zeit hier im Elfenhain habe ich lange Abende hier in der Bibliothek gesessen und ein gutes Buch genossen. Na, nur Spaß. Das Vieh behauptet, Olli nicht zu kennen. Dabei ist die familiäre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er dir einen Antrag macht. Was wäre das für ein Leben für dich gewesen? Du hättest ihn früh verloren, vielleicht schon 50 Jahre nach eurer Hochzeit. Oder wärst du mit ihm in die Welt da draußen gegangen und wärst gealtert wie er? Das wäre grausam, und das habe ich ihm auch gesagt. Wenn man jemanden wirklich liebt, sei es manchmal besser, ihn gehen zu lassen. Du weißt, dass ich sehr überzeugend sein kann. Der menschliche Geist ist schwach und vielleicht... war auch ein wenig Magie im Spiel. Hätte ich doch bloß gewusst, dass es schon zu spät war. Ach, diese verfluchte Hexe. Es klang alles so richtig. Ich war schon über dem Meer, als mir klar wurde, dass ich vielleicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Und kein Wunder, dass Ivo mich hasst. Ihre Mutter wird ihr nie erzählt haben, was vorgefallen ist. Im Gegenteil. Vermutlich hat sie alles mir in die Schuhe geschoben. Am liebsten würde ich da hochgehen, der alten Schreckschraube links und rechts eine verpassen und Ivo da rausholen. Aber Ivos Mutter ist eine mächtige Priesterin. Sie könnte mich vermutlich auf dutzende Arten ausschalten, ohne dass ich wüsste, was passiert ist. Ich muss vorsichtig sein. Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ob ich sie einfach wecken könnte, selbst wenn ihre Mutter nicht neben ihr säße? Sie sieht aus, als würde... Aber ob... Warum hat sie Ivo plötzlich einschlafen lassen? Hatte Ivo etwa selbst ihren Eltern verheimlicht, dass sie schwanger ist? Hat sie vielleicht sogar deswegen den Elfenhain verlassen? Sie hat mich nicht bemerkt und so sollte es bleiben. Sie durfte noch übler gelaunt sein als sonst. Ivos Spiegel. Als ich hier war, saß allerdings die meiste Zeit ihr dicker Vogel davor. Das Orakel auf Tugator kann durch alle spiegelnden Oberflächen schauen. Für ihn wird das hier ein Fest sein. Er liebt Dramen. Als wir herausgefunden hatten, woher das Orakel so viel über die Welt weiß, haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, uns mit nackten Hintern auf Spiegel zu setzen.
Wir mussten damit aufhören, als es anfing, uns absichtlich falsche Vorhersagen zu machen. Das Orakel auf Tugator kann... Für ihn wird das... Das ist Cheep Cheep, Ivos Vogel. Er und ich sind nicht gut miteinander ausgekommen. Er ist ein aufgeblasener Gockel und er sagt dasselbe von mir. Sein Job war es, mich von Ivo fernzuhalten. Das hat er mir jedes Mal mehr als deutlich zu verstehen gegeben, wenn ich mich ihr nähern wollte. Hätte er doch bloß auch so einen guten Job gemacht, nachdem ich weg war. Vielleicht könnte ich die Königin auf den Balkon locken, mir dann Ivo schnappen und... nein, wo sollten wir schon hin? Die Königin muss die Schildwachen angewiesen haben, die Mary passieren zu lassen. Solange sie keinen anderslautenden Befehl gibt, müssen wir das Waldlandreich jederzeit betreten und verlassen können. Ivo hat sich mit ihrer Mutter, glaube ich, nie wirklich gut verstanden, aber sie hat sie immer respektiert. Ihre Mutter sei sehr fleißig, sehr gewissenhaft, sehr klug. Doch ich glaube, Ivo hätte sich etwas mehr Zuneigung und Wärme von ihr gewünscht. Wenn die Mutter der Freundin eine Elfenpriesterin ist und man bei ihr einen guten Eindruck hinterlassen will, sollte man das in ihrer Gegenwart nicht als Pool bezeichnen. Dabei habe ich es nur gut gemeint. Ich habe sie und Ivos Vater sogar eingeladen, sich mit uns reinzusetzen. Ich musste mir einen ziemlich langen und ehrlich gesagt ein klein wenig feindseligen Vortrag anhören, dass das hier ein heiliger Mondbrunnen ist. Aber wenn sich die verschwitzten Füße nach einem langen Tag nach Abkühlung sehnen, hä? Was dann? Meine guten Argumente wurden ignoriert. Ich musste mir einen... Aber wenn sich... Meine guten Argumente... Ich weiß nicht, ob ich hier mit Ivo glücklich geworden wäre. Natürlich ist dieser Ort wunderschön, aber nichts ändert sich. Oder nur unglaublich langsam. Wer will schon im Haus seiner Schwiegereltern leben, in dem die Zeit praktisch stillsteht? Eines Tages wird Ivos Kind überall das hier herrschen. Ich werde bis dahin lange tot sein. Vielleicht wird es niemals von mir gehört haben. Bob sitzt immer noch da, wo ich ihn vor Monaten das letzte Mal gesehen habe. Er heißt natürlich nicht wirklich Bob, aber sein Elfenname ist zu kompliziert und lang, um ihn sich zu merken. Und ihm gefällt Bob. Hey, Bob. Nate, mein Junge. Was machst du denn hier? Ich habe Ivo auf Tugator, der fliegenden Pirateninsel, gerettet und sie hierher zurückgebracht. Zumindest so ungefähr. Dann habt ihr euch wieder vertragen? Dafür ist es zu spät, glaub mir. Dafür ist es nie zu spät, glaube mir. Deine Frau hat Ivo verhext und das Vieh gefangen genommen. Ich werde beide befreien und dann werde ich... Ich würde zur Geduld raten, mein ungestümer Freund. Was ist geschehen? Die Königin hat Ivo im Garten entdeckt. Sie ist schwanger, wusstest du das? Ich hoffe, du sprichst von Ivo und nicht von meiner Frau. Ja, das wusste ich. Sie hat Ivo in eine Art Schlaf fallen lassen. Feora weiß um die Bedeutung von ausreichend Zeit, um weise Entscheidungen treffen zu können. Es ist kein einfacher Schlaf. Es ist eine Art Auszeit. Für Ivo steht die Zeit still, bis ihre Mutter sie wieder zurückholt. Und wann wird das sein? Sobald sie weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Jahre? Sie hat kein Recht dazu. Wir müssen Ivo zurückholen. So wie der Iltis das Brot der Schleiereule aufmuntert. Wie können wir Ivo aufwecken? Ohne die Hilfe ihrer Mutter? Gar nicht. Dann müssen wir sie zwingen. Sie darf Ivo nicht gegen ihren Willen gefangen halten.
Mit Zwang, Gewalt oder Tricks wirst du keinen Erfolg haben. Feora will das Beste für Ivo, auch jetzt. Und sie wird ihre Tochter verteidigen. Würde sie erkennen, dass sie nicht in Ivos Interesse handelt, würde sie Ivo gehen lassen, da bin ich mir sicher. Ich soll mit ihr reden? Um Himmels Willen! Du wärst tot, bevor du deinen ersten Satz gestammelt hättest. Hey! Ich habe die Königin belauscht. Sie hat Ivo nie erzählt, was geschehen ist, nicht wahr? Was ist geschehen? Du bist eines Nachts einfach verschwunden. Es war alles die Schuld deiner Frau. Sie hat mich verhext. Ich wollte Ivo einen Heiratsantrag machen. Sie hat mich abgefangen und mir Dinge eingeflüstert. Ihre Worte wären an dir abgeperlt, wenn sie nicht etwas gefunden hätten, an dem sie sich festhalten konnten. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ivo einen Antrag machen soll. Ich liebte sie, aber ich liebte auch meine Freiheit. Götter und Gelehrte nennen das kalte Füße kriegen. Wegen meiner Füße konnte sie mich also manipulieren. Sie hat deine Zweifel verstärkt und dich aus den Augen verlieren lassen, was wirklich wichtig war. Deine Liebe zu Ivo. Aber ich wollte nicht, dass sie mir beim Sterben zusehen muss. Und ich wollte erst recht nicht, dass sie mit mir in die Welt dort draußen geht und selber alt wird und stirbt. Wäre es nicht die Entscheidung meiner Tochter gewesen, welche Opfer sie für dich bringen will? Immerhin ist sie die Klügere von euch beiden. Nachdem ich den Elfenhain verlassen hatte, sagte mir mein Kopf noch immer, ich hätte richtig gehandelt. Ich dürfe Ivo nicht zu einem Leben mit mir verurteilen und ein Abschied wäre für uns beide zu schmerzhaft gewesen. Aber dein Herz sagte dir, du seist ein ziemlicher Narr. Später glaubte ich, eine Lösung gefunden zu haben. Ich würde einen Weg finden, ewig zu leben. Dann könnte ich Ivo heiraten und wir würden niemals getrennt werden. Dein Herz hatte recht. Du bist ein Narr. Erzmagier Alistair wurde in einen Frosch verwandelt. Von einer Van Buren, irgendeinem Gör, das jetzt durch Seefels läuft und alles verwandelt. Ein kleines Mädchen verwandelt den Erzmagier? Ja, keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ivo hat irgendwas von Wilburs Zauberstab erzählt. Er ist im Düsterwald und sucht nach einem Buch, in dem steht, wie man ihn zerstören kann. Ivo wollte so lange ein paar Dinge organisieren, die man braucht, um den Erzmagier zurückzuholen. Was für Dinge? Irgendein Buch aus Lorem Ipsum. Das Buch der Toten? Jo, das war's. Dann braucht man einen Kompass, den der rote Pirat auf Tugato hat. Und etwas, das sich Lebensfunken nennt. Deswegen ist sie hierher zurückgekommen. Ich glaube, es ist wichtig, Alistair schnell zurückzuholen. Er könnte Antworten auf einige wichtige Fragen haben. Auf was für Fragen? Etwas rührt sich. Ein großes Übel. Ich kann es seit einigen Tagen spüren. Die Kleine mit dem Zauberstab? Nein. Etwas Älteres, Größeres. Es bedroht uns alle. Auch dich und Ivo. Gar nicht gut. Aber ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ivo hat mir nicht viel erzählt. Oder vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Den Lebensfunken habe ich hier. Ich gebe ihn meiner Tochter, sobald sie erwacht ist. Beim Kompass kann ich dir nicht behilflich sein. Aber Lorem Ipsum, die verlorene Stadt, habe ich vor Jahren mit eigenen Augen gesehen. Mal angenommen, ich würde Lorem Ipsum suchen wollen. Wo befinden sich die Ruinen der Stadt? Unter dem Sand der Umzu-Wüste. Ach, geht es etwas präziser? Die Wüste ist groß. Ich kann mich an den genauen Ort nicht erinnern. Ich bin in der Oase Bremen losgegangen, hinein in die Wüste. Immer der Nase nach. Nach ein paar Tagen sah ich die goldenen Dächer der Stadt in der Sonne funkeln, die gerade hinter ihnen unterging. Also befindet sich Lorem Ipsum westlich von Bremen. Aber wie weit in der Wüste? Wie viele Tage bist du gelaufen? Und wie schnell? Es ist 3.500 Jahre her, dass ich dort war. Was hast du letzten Donnerstag gemacht? Westlich von Bremen also. Das ist ein Anfang. Ivo scheint es gut verkraftet zu haben, dass ich sie verlassen habe. Scheint es eilig gehabt zu haben, sich einen Elfenprinzen zu suchen. Nein, sie hat es nicht gut verkraftet.
Sie war gekränkt und enttäuscht. Und nein, sie hat sich keinem Elfenprinzen an den Hals geworfen. Sie hat... Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich habe sie immer geliebt, aber das scheint ziemlich einseitig gewesen zu sein. Deine Frau hat das Vieh im Garten festgesetzt. Irgendwelche Dornranken sind aus dem Boden gewachsen und halten es fest. Oh, ein alter Trick der Priester überall auf der Welt. Damit sich die Leute nicht frühzeitig aus den Gottesdiensten verziehen können, hm? Die Ranken sind sehr kitzlig, vor allem unter den Armen. Sie... Oh. Also gut. Ich habe hier diesen Text, in dem in einer fremden Sprache über Lorem Ipsum berichtet wird. Ich beherrsche diese Sprache nicht. Ich spreche nur die Sprache der Natur. Und Deutsch aus irgendeinem Grund. Mach's gut, Bob. Ich werde mal schauen, wie ich Ivo und Alistair helfen kann. Oder ob. Ich sehe einen Mann mit einer großen Aufgabe, die er gerne erfüllen wird. Gerne? All die Arbeit, all die Gefahren, der Stress? Du denkst doch genauso über Stress wie ich. Ich durchschaue dich, Nate. Du hast deine Entscheidung längst getroffen. Es hat dir gefehlt. Etwas Gutes zu tun. Teil von etwas Großem zu sein. Anderen zu helfen. Wir brauchen Aufgaben im Leben. Und einige von uns sind umso zufriedener, je größer die Aufgaben, in die sie ihre Zähne versenken können. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, alter Mann. Der Baum ist legendär. Ich kannte ihn schon lange, bevor ich Ivo kennengelernt habe. Dem Lebensbaum, wie er genannt wird, werden alle möglichen Kräfte zugeschrieben. Ich war ein klein wenig enttäuscht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Für mich sieht er aus wie ein ganz normaler großer Baum. Kille, Kille, ja, haha. Ja, na. Look, du. Keine Ursache, warte auf der Mary, ja? Wozu, oder Luca? Hey, Fee. Hä? Vergiss es, ich habe... Auf geht's. In den Nordlanden habe ich das Vieh kennengelernt. Nette Leute da oben, Pinguine hauptsächlich. Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, ist Seefels im Moment ein heißes Pflaster. Besser, wir lassen uns dort nicht ohne den Erzmagier blicken. Seine menschliche Version, meine ich. Seine menschliche Version, meine ich. Aus der Ecke kommt Wilbur. Fast nur Zwerge und Gnome leben dort. Für Menschen ist es im Weißkammgebirge zu kalt. Nur die besten Kapitäne sind schon am richtigen Ort, bevor sie ihre Reise beginnen. Die wilden Lande sind nicht mehr ganz so wild, seitdem die Erdwichtel den Turm der Erzhexe übernommen haben. Aber in den umliegenden Landen kriecht immer noch eine Menge übles Gesindel herum.
Die wilden Lande sind nicht, aber in den... Das ist die Wüste, in der sich die untergegangene Stadt Lorem Ipsum befinden muss. Moment, ich müsste hier irgendwo eine detailliertere Karte des Gebiets haben. Die Umzu-Wüste ist keine reine Sandwüste. Es gibt auch einige steinige Berge, Schluchten und Salzseen. Gemein ist an ihnen nur, dass sie so heiß sind, dass es schon nicht mehr witzig ist. Das ist die alte Oase Bremen. Aus dieser Stadt ist Ivos Vater nach Westen aufgebrochen und hatte irgendwann Lorem Ipsum erreicht. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie weit westlich von Bremen sich die Ruinen befinden. Das Gebiet ist groß und wenn ich Pech habe, sind die Ruinen vollständig mit Sand bedeckt. Ich muss das Suchgebiet irgendwie eingrenzen. Leinen los. Habt ihr's denn? Ja, ich auch nicht. Ich schätze, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Guten Abend. Gib mir endlich die verdammte Elfe! Hier ist keine Elfe! Verschwinde! Eine ungesunde, künstlich aussehende, übersüße, fettige Parodie von Nahrung. Großartig. Was tust du da? Ich bewundere die feinen Leckereien. Die sind nicht für dich, die sind für meine Gäste. Wenn du mitmachen willst, muss ich dich erst hübsch machen. Nein, nein, kein Problem. Ich lasse einfach meine Hände vom Essen deiner Gäste. Es ist alte Kindermagie, dass sie erwachsene Männer dazu zwingen können, sich an winzige Tische zu setzen und so zu tun, als würden sie Tee mögen. Zum Glück bin ich dagegen immun. Bunte Tücher. Scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Hier ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Als Ivo mir vom verwandelten Seefels erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Selbst wenn im Stab der Kleinen die Macht ihres Hexenmeister-Opas konzentriert ist, woher hatte er all diese Macht? Das ist die drittgrößte Blüte, die ich jemals gesehen habe. Die Blüte ist zu schön und sie riecht zu gut, als dass man sie einfach in Ruhe lassen könnte. Das ist falsch. Beeindruckend, aber falsch. Die Lady scheint sich nicht in den Palast vorzuwagen. Eine weise Entscheidung, wenn man bedenkt, was der rote Pirat darin alles an Spielzeug verwahrt. Lady Van Buren, nehme ich an. Ja. Wer bist du? Was willst du? Mein Name ist Wayne Schlegel von der Seefels Lebens- und Unfallversicherung. Was wollen Sie hier? Es gab hier einen Unfall. Einem Piraten wurde ein Auge ausgestochen. Er muss jetzt ein Holzbein tragen. Es gab da offensichtlich ein Problem bei der Bearbeitung. Ist niemand mehr hier? Bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Elfe? Was für eine Elfe?
Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Wie bedauerlich. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich. Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie, gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Ich bin Versicherungsmakler. Niemand würde es wagen, einem Versicherungsmakler etwas zu tun. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Geh rein. Überzeuge diesen alten Halunken. Beeindruckend, was Sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady Van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und Ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Oh, nun, ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken es einem die Wähler? Nein! Schlimm, ganz schlimm. Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren? Ja, ja. Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es. Hey, Vierauge. Nate, schön, dich wiederzusehen. Bitte, wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Unbedingt. Ich mag Tragödien, aber ich hatte noch nie den Wunsch, Teil einer zu werden. Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo. Schau sie dir an. Ist es nicht traurig? Eine Elfe in der Blüte ihres Lebens verschläft ihre besten Jahre. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befreien. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee. Wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir. Eine schwierige Aufgabe, die du... komm schon, Nummer 3. Lauf, komm, ja, ja, Sandage hat gewonnen. Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja. Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den 100 Augen.
Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist. Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. Du sammelst Spiegel? Ich ziehe die Frage zurück. Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfort. Einige Spiegel zeigen laufend unterschiedliche Szenen. Andere zeigen immer dasselbe. Die Verbindung zweier Spiegel ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Dieser hier hat eine besonders starke Verbindung zu dem Spiegel in Ivos Zimmer. Schau dir nur an, wie klar das Bild ist. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sammlerstück. Und außerdem könnte jeden Augenblick etwas Spannendes passieren. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich. Einige glücklich... Ivos... Wen kümmert... Naja... Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag. Halt! Wow, wow, ganz ruhig. Steck das Ding weg. Nate! Hast du gesehen, was sie mit meiner Insel gemacht haben? Lass mich raten. Du hast die Insel ein wenig umdekoriert, damit die geflohenen Piraten zurückkommen? Das waren diese kleine Irre und ihre verrückte Mutter. Tauchten hier auf und meinten, ich solle die Elfe herausrücken. Und du hast ihnen höflich erklärt, dass die Elfe nicht mehr hier sei und du ihnen somit leider nicht behilflich sein kannst? Hab sie rausgeworfen. Dann haben sie angefangen, meine Insel zu verwandeln. Mich hätte es auch erwischt, wenn ich nicht den Kopf hätte. Wie ich sehe, konntest du wenigstens die Statuen retten. Statuen? Das sind meine Freunde. Sagt es ihm. Freunde? Ich habe sie hier reingeholt, lange bevor die Hexen gekommen sind. Ein Mann sollte nicht alleine sein. Stimmt's, Martha? Stimmt, stimmt. Ja, ich habe sogar von Leuten gehört, die wahnsinnig geworden sind, weil sie niemanden zum Reden hatten. Kann mir nicht passieren. Ich habe Freunde und es geht wieder aufwärts. Freunde. Die Ratsvorsitzende ist überzeugt, dass Ivo noch hier ist. Ich soll dich dazu überreden, sie herauszurücken. Ich würde sofort tun. Diese Elfe ist mit dunklen Mächten im Bunde. Hast du gehört, was sie über diese unsichtbare Macht, die unser Handeln bestimmt, gesagt hat? Sie will mich in den Wahnsinn treiben. Van Buren wird mir kaum glauben, dass Ivo nicht mehr hier ist. Du musst dieses Weibsbild von meiner Insel schaffen, Nate. Du musst! Ich bin hier, weil ich den Geisterkompass brauche. Nicht, weil du meine Gesellschaft vermisst hast? Und weil ich deine Gesellschaft vermisst habe, aber vor allem wegen des Kompasses. Ein Freund findet ohne ihn nicht den Weg aus dem Reich der Toten. Das ist mir egal. Es ist mein Kompass. Stimmt's, Pierre? Stimmt. Stimmt. Da hörst du's. Wie wär's damit? Ich schaffe Van Buren von der Insel. Dafür leihst du mir den Kompass. Du bekommst ihn unbeschadet zurück. Du schaffst beide weg von hier? Mutter und Tochter? Das ist der Deal. William, was sagst du dazu? Heute gibt es Bohneneintopf. Ha, der William. Immer nur Essen im Kopf, was? Also schön, Nate.
Schaff die beiden Terroristen von meiner Insel, dann leihe ich dir den Kompass für einen Tag. Abgemacht. Abgemacht, abgemacht. Unser Deal steht? Klar, du vertreibst diese beiden Schreckschrauben von meiner Insel und ich leihe dir den Geisterkompass. Das wollte ich hören. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Bis dann. Der Affe kann gegen die Magie der Van Burens nichts ausrichten. Aber mich könnte er problemlos niedermachen, wenn ich versuchen würde, den Kompass zu stellen. Der Affe kann gegen... Aber mich... Vielleicht könnten die Freunde des Roten ihn überreden, mir den Kompass zu geben. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Der Kopf der Medusa ist das Einzige, was Van Buren draußen hält. Mit so alter Magie legt sich niemand an, der noch bei Verstand ist. Und Van Buren auch nicht. Der Rote ist kein Kämpfer, sonst würde er vielleicht versuchen, mit dem Kopf rauszustürmen und die Van Burens zu verwandeln, bevor sie ihn erwischen. Schwer zu sagen, wie das ausgehen würde. Vermutlich ist es die sicherste Variante für ihn, einfach abzuwarten. Das sind keine echten Freunde des Roten Piraten. Wären sie es, hätten sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sich sein Verstand verabschiedet hat. Ich kannte William. Als Statue redet er weniger und sein Körpergeruch hat sich verflüchtigt. Insgesamt eine Verbesserung. Der Vogel klingt nicht im Entferntesten wie William. Aber wenn der Rote akzeptieren kann, dass William nun eine Statue ist, kümmert ihn wohl auch die neue Stimme nicht. Ich kannte William. Der arme Vogel sieht ziemlich gestresst aus. Wäre ich auch, wenn ich der Alleinunterhalter eines Wahnsinnigen mit Medusa-Kopf wäre. Ich frage mich, ob... Du solltest Nate den Kompass geben, Brak! Nate? Warst du das? Nein. Betrüger! Betrüger! Ich meine, kein Betrüger, Brak! Ich sehe, dass du es bist, Nate. Einfach andere Leute zu imitieren, Skandal! Skandal! Der Geisterkompass. Er kann dem Erzmagier den Weg aus dem Geisterreich weisen. Ich muss einfach nur Van Buren verscheuchen, dann bekomme ich den Kompass. Klingt simpel. In wenigen Büchern wird so oft nach Weisheit gesucht wie in diesen. Aber ich glaube, sie helfen nur selten. Lady Van Buren? Ja? Ich habe mit dem Roten Piraten gesprochen. Er sagt, die Elfe sei schon vor eurer Ankunft geflohen. Natürlich sagt er das. Aber er versteckt sie. Ich habe sie nirgendwo gesehen. Dann hast du nicht genau genug nachgeschaut. Ich will diese Elfe. Bring sie mir! Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren? Ja, ja. So ungesund und lecker das Zeug auch aussieht, ich riskiere dafür keine Verwandlung. Die kleine Van Buren hat ein wachsames Auge auf den kleinen Snack für ihre Gäste. Solange sie hier ist, komme ich da nicht ran. Hallo, Kleine. Was willst du? Geh weg! Ich bin Nate. Du bist die Tochter der Lady Van Buren, richtig? Ja, und du bist nicht zu meiner Party eingeladen.
ziemlich hübsch, was du aus der Stadt gemacht hast. Hab es alles auf meinem Buch. Und Mama sagt, ich habe künstliches Talent. Künstlerisches. Wobei, künstlich passt auch. Wäre es nicht lustig, weiterzuziehen und etwas anderes zu verwandeln? Oder zurück nach Seefels zu reisen und ein Nachmittagsschläfchen zu machen? Mama sucht die Elfe, die uns bestohlen hat. Ja, aber hast du nicht eigentlich das Sagen hier? Sag ihr doch, du willst woanders hingehen. Ich habe alles für meine Teeparty vorbereitet und die Gäste kommen bald. Aber eine Teeparty, hm? Ja, genau wie in meinem Buch. Ich feiere meinen NIF-Geburtstag. Ich habe für den TÜV, den Tee und für Leckereien gesorgt. Jetzt kommen jeden Augenblick die Gäste. Der verrückte Hutmacher und das weiße Kaninchen. Und dann kriege ich Geschenke. Ich wäre gern Gast bei deiner Teeparty. Nein, du bist kein verrückter Hutmacher und auch kein weißes Kaninchen. Und du bist ein Junge und hässlich. Na, hör mal. Ich kann dich hübsch machen. Danke, danke. Nicht nötig. Und diesen Hutmacher und das Kaninchen, willst du die herzaubern? Nein, es kann nur Dinge verwandeln. Sie kommen von ganz alleine. Ich habe alles genau wie in meinem Buch gemacht. Da müssen sie doch kommen. Ich werde immer sehr wütend, wenn ich nicht bekomme, was ich haben will. Okay. Und alle müssen mir Geschenke mitbringen. Und wenn der Hutmacher und das weiße Kaninchen da sind, kommt Mutter auch rüber. Oder Mama? Was, Spätzchen? Wenn die anderen Gäste da sind, kommst du auch rüber und schenkst mir was zum Nichtgeburtstag, oder? Natürlich, Spätzchen. Sobald ein verrückter Hutmacher und ein weißes Kaninchen auftauchen, bekommst du von mir das tollste Geschenk überhaupt. Hast du gehört? Das größte und tollste Geschenk überhaupt! Was ist das für ein verrückter Hutmacher, den du erwartest? Ein Hutmacher! Und er ist verrückt! Aha. Und was macht ihn zum Hutmacher? Und was macht ihn so verrückt? Er trägt einen Zylinder und ein buntes Halstuch. Warum er verrückt ist, weiß ich nicht. Das ist er einfach. Verstehe. Ein weißes Kaninchen auf einer Teeparty? Ziemlich ungewöhnlich. Findest du? Ja, und vielleicht solltest du ihm eine Uhr schenken, wenn es nicht bald auftaucht. Nein! Meine Gäste müssen mir was schenken! Ich muss weiter. Ja, du verfolgst mir noch die Gäste! Hier sollte eigentlich etwas Brauchbares zu finden sein, wenn es um Verkleidungen geht. Weißes Puder zum Beispiel. Noch was? Ein Parfumzerstäuber. Leider leer. Nee. Nichts Brauchbares. Hier war doch irgendwo... Da! Das Häschenkostüm. Ein knappes Häschenkostüm samt Puschelschwänzchen und langen weißen Ohren. Hey Mary. Kapitän Nate? Sie hat sie einfach ausgeschaltet. Was fällt ihr ein? Ausgeschaltet? Magischer Elfenkram. Am liebsten würde ich da hochgehen und... Du bist kein Kämpfer, Captain Nate. Du bist... Nein, Moment. Ein Denker bist du auch nicht. Was...
Was genau bist du? Ein Macher, Mary. Ein Macher. Es sieht so aus, als würden wir bald zum nächsten Abenteuer aufbrechen, Mary. Lorem Ipsum, die verschollene Wüstenstadt. Ich reise mit dir, wohin du willst. Aber ich fahre. Alles klar. Lass mich wissen, wenn es ein Problem gibt. Und dann? Auf geht's. Leinen los. Ein grüner Zylinder. Der dürfte nützlich sein. Sind grüne Zylinder eigentlich immer. Ein Notizbuch mit einigen Aufzeichnungen über die untergegangene Stadt Lorem Ipsum. Das ist der berühmte Reisebericht, der in einer vergessenen Sprache über die Stadt Lorem Ipsum berichtet. Gelehrte behaupten, er erzähle vom Leben in der Stadt und von riesigen Reichtümern, der Hauptgrund, warum dieser Text in aller Welt so bekannt ist. Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elet, sed eos mot tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enem ad minim veniam, quis nostrut exercitation olamco labores nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Und so weiter. Für mich ist das nur eine Aneinanderreihung sinnloser Worte. Das ist der berühmte Gelehrte. Was ist das? Der Autor scheint diesen Hieroglyphen eine große Bedeutung zuzuweisen. Wenn ich sie doch nur lesen könnte. Ach, warum haben die Leute damals nicht einfach unter die Bildchen geschrieben, was sie bedeuten sollen? Der Autor dieses Tagebuchs hat die Stadt nie gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob das Bild der Stadt seiner Fantasie entsprungen ist oder ob es auf Beschreibungen basiert. Selbst wenn die Stadt mal so ausgesehen haben sollte, sie ist vor Jahrtausenden untergegangen. Heute dürften nicht mehr als ein paar Ruinen übrig sein. Wie groß sind da die Chancen, dass das Buch der Toten überlebt hat? Ich frage mich, ob... Hier! Das habe ich gesucht. In dem Buch wird beschrieben, was die Symbole bedeuten. Das erste ist, eine Art kantiger Stein? Edelsteine, Juwelen. Das ist ein sehr vielversprechender Anfang. Das zweite Symbol. Wüste. Ja, macht Sinn. Die Stadt befindet sich irgendwo in der Umzuwüste. Weiter. Füße? Was haben Füße damit zu tun? Kann man die Stadt nur zu Fuß erreichen? Das nächste Symbol. Drei. Drei Füße? Das ist ungewöhnlich. Vielleicht bringt das letzte Symbol Aufklärung. Berge. Juwelen, Wüste, Berge. Das Juwel der Wüste am Fuße der drei Berge. Das ist es. Lorem Ipsum, die Stadt mit den Dächern aus Gold, ist das Juwel der Wüste und sie liegt am Fuße dreier Berge. Und diese drei Berge müssen sich westlich von Bremen befinden. Das sollte zu finden sein.
Auf geht's! Drei Berge westlich von Bremen. Ich verwette Fies nächste Mahlzeit, dass sich das Juwel der Wüste am Fuße dieser Berge befindet. Ich markiere den Ort auf der großen Karte. Seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, hat kein Luftschiff mehr Lorem Ipsum angesteuert. Zeit, der alten Stadt einen Besuch abzustatten. Das muss es sein. Lorem Ipsum. Und wie es aussieht, hat es schon jemand für uns ausgebuddelt. Pudelup! Der Legende nach besaß Lorem Ipsum goldene Dächer. Ich sehe nur einen Haufen alter Steine. Die ganze Platte ist mit Schriftzeichen übersät. Hieroglyphen, etwas, das wie altzwergisch aussieht und ganz normale Zeichen. Ad vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Das ist dieselbe vergessene Sprache, in der der Lorem Ipsum-Text verfasst ist. Einen ganz ähnlichen Steinkopf habe ich in den Nordlanden gefunden und mitgenommen. Aber er kann unmöglich von denselben Steinmetzen stammen. Wir befinden uns tausende Kilometer von den Nordlanden entfernt. Der Sand hat die Statuen über die Jahrtausende geschützt. Wären sie dem Wind ausgesetzt gewesen, wäre heute von ihnen nicht mehr als Sand übrig. Ein massives Steinpodest mit einem Stück vergammeltem Holz in der Mitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte Pyramide vom Sand bedeckt war. In dem Fall müsste das alles hier mehr als 100 Meter unter dem Wüstenboden gelegen haben. Ich weiß, dass viele Leute Pyramiden beeindruckend finden, aber was ist schon dabei? Man stapelt Blöcke zu einem Haufen, das konnte ich schon als Kind. Vielleicht nicht so groß, aber das Prinzip ist dasselbe. Das Buch der Toten könnte überall sein. Bei meinem Glück befindet es sich genau unter dem Steinhaufen. Das Buch der Toten. Ich wusste, dass alte Steinsäulen häufig einen Holzkern in der Mitte haben, um die einzelnen Säulenteile an Ort und Stelle zu halten. Offensichtlich hatte auch der Obelisk so eine Halterung, die irgendwann den Geist aufgegeben hat. Ich wusste, dass alte... Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Vielleicht irgendwelche Berechnungen... Oder was Religiöses? Keine Ahnung, was das ist. Eine halbrunde Vertiefung, vielleicht. Ein Obelisk? Wie alles andere muss er für Jahrtausende im Sand gelegen haben. Ein Obelisk? Ein massives Ding. Ob die Mumie ihn alleine hierher gezogen hat? Der kleine Kerl sieht gar nicht so kräftig aus. Der Sarkophag ist vergoldet. Unter normalen Umständen würde ich etwas Gold mitgehen lassen. Aber es ist etwas anderes, wenn der Bewohner des Sarkophags putzmunter ist und ihn noch braucht. Eine Mumie mit einer kleinen Schaufel. Ich frage mich, ob... Mortimer? Nein, ich bin Nate. Das ist das Vieh. Lottig. Aber ich suche Mortimer. Da, unter dem Sand? Warum bist du nicht Mortimer? Ich, weiß nicht. Wer bist du? Ich bin, ist die Frage nicht viel eher, wer du bist? Ich bin Nate, wie ich schon sagte. Du bist weder Mortimer noch diese Elfe, die sich für Mortimer ausgegeben hat? Das kann ich bestätigen. So viele Leute. Ich kann mir nicht all diese Namen merken. Ich werde dich, Nate nennen. Damit kann ich leben. Wer ist dieser Mortimer, den du suchst?
Mortimer hat mich aus der Dunkelheit geholt vor vielen Jahren. Ich habe bei ihm gewohnt, bis er verschwunden ist. Und jetzt suchst du ihn ausgerechnet hier? Wen? Diesen Mortimer. Hast du ihn gesehen? Ich habe schon überall gesucht. Sag nicht, du hast dieses riesige Loch gegraben. Okay. Ich meine, warum hast du es gegraben? Das soll ich nicht sagen. Mir kannst du es verraten. Was ist mit dem Loch? Ja, was hat es damit auf sich? Warum hast du es gegraben? Das habe ich nicht. Du warst es. Natürlich. Ich wollte nach Hause. Du stammst also aus Lorem Ipsum? Ja, es muss hier irgendwo sein. Hast du dich mal umgesehen? Hey, Lorem Ipsum! Was für ein Zufall! Ich stamme aus dieser Stadt, weißt du? Was kannst du mir über das alte Lorem Ipsum berichten? Wie war das Leben hier? Toll! Wir hatten immer gutes Wetter. Und wir bauten die schönsten Tempel mit den hinterhältigsten Fallen. Haben sie in alle Welt verkauft und damit viel Gold gemacht. Ihr habt Tempel verkauft? Mit eingebauten Fallen? Klar! Wände, die sich plötzlich zusammenschieben und jeden Eindringling zerquetschen. Hier in Lorem Ipsum erfunden. Wir hatten Zuchtstationen für Skorpione und Vogelspinnen und wir gaben 3000 Jahre Garantie auf unsere Fallen. Das heißt, eure Fallen könnten auch heute noch funktionieren? Fallen? Was für Fallen? Ich suche ein Buch. Ich habe eins gesehen. Auf Mortimers Schreibtisch liegt eins. Ich suche ein spezielles Buch. Das Buch der Toten. Ach, das ist doch nur eine Legende. In dem Buch soll unter anderem angeblich stehen, wie man Leuten ewiges Leben schenkt, indem man sie mit Mullbinden umwickelt. Pfiff. Mal angenommen, es wäre keine Legende. Wo hätte man das Buch der Toten versteckt? Ah, das Buch der Toten. Einige sagen, es sei nur eine Legende. Aber ich habe es viele Male gesehen. Es wurde ins Grabmal des letzten Pharao von Lorem Ipsum gelegt, dem verrückten Tut-Tut. Und dieser Tut-Tut, der ist wo begraben? Er liegt unter einer gewaltigen Pyramide, so einer wie der da. Wenn ich es mir genau überlege, sogar genau so einer wie der da. Was glaubst du, warum hat hier jemand eine Pyramide hingestellt, die genauso aussieht wie die von Tut-Tut? Wie kommt man in Tut-Tuts Pyramide? Wer ist Tut-Tut? Und von was für einer Pyramide redest du da? Na, vergiss es. Was soll ich vergessen? Wird Mumien bei der Einbalsamierung nicht das Gehirn entfernt? Das ist komisch. Ich könnte schwören, ich hätte genau diese Frage schon einmal gehört. Das möchte ich wetten. Ich habe diese Steinplatte gefunden. Was steht da? Da steht, danke, dass Sie sich für den Kauf einer Pyramide-Modell-Weltwunder entschieden haben. In 3 Sprachen. Es ist eine Betriebsanleitung? Unsere untergegangenen Tempel konnten recht kompliziert werden. Steht da, wie man die Pyramide öffnen kann? Nutzungsbedingungen, Gewährleistung, Reinigung. Da! Richten Sie die Pyramide genau nach Norden aus. Positionieren Sie Obelisk A mit Hilfe von Holzstift F in die Vertiefung G auf Steinsockel B. Wir empfehlen für den Aufbau Sklaven. Nicht im Lieferumfang enthalten. Jeden Tag um 3 Uhr nachmittags zeigt der Schatten des Obelisken auf den Stein, mit dem man den geheimen Zugang öffnen kann. Warum schreiben Sie nicht einfach, welchen Stein man drücken muss? Wer schreibt denn sowas? Ich muss weiter. Und du solltest vielleicht mal für ein paar Stunden aus der Sonne raus. Ich habe keine Zeit für Pausen. Ich suche eine Stadt. Sie muss hier irgendwo sein.
Das dünne Ding? Nein, kein Pfusch am Bau. Also schön. Ein Zerstäuber für Parfums und Duftwasser. Er hat keinen Tag mit dem Vieh an Bord überlebt, dann war er leer. Ich könnte nun Wasser zerstäuben, allerdings durfte mir das alleine nicht weiterhelfen. Eine riesige Blüte. Sie verströmt einen geradezu widerwärtig süßen Geruch. Nicht viele Sterbliche haben den Lebensbaum je erblickt, und wenn, waren es gekrönte Häupter oder weise Männer. Ich habe sogar in seinem Schatten neben dem König gesessen und mir die eine oder andere Flasche Apfelwein mit ihm geteilt. Also mit dem König. Auf geht's! Leinen los! Hi! Wer sind Sie? Und was tun Sie hier? Ich soll also einen Obelisken B auf eine Platte F stellen, oder so ähnlich. Wovon sprichst du? Von der Anleitung. Der Schatten des Obelisken soll um 3 Uhr, Ständig erzählst du so zusammenhangloses Zeug. Das ist sehr irritierend. Und außerdem braucht man ein Fahrrad, muss 2 in die linke Spalte schreiben und dann warten, bis das Ganze schön braun gebraten ist. Ich soll also einen Obelisken... Wovon? Von Ständen und... In der Anleitung steht etwas von einem Holzstift. Und in der Vertiefung des Steinsockels steckte noch etwas vergammeltes Holz. Ja, wir hatten immer Probleme mit den Holzstiften. Holz ist leicht zu bearbeiten, aber nicht so beständig wie Stein. Ich habe in Mortimers Hütte etwas ganz Neues entdeckt. Metall! Metall? Ja, aber keine Bronze. Viel härter, viel beständiger. Ich nenne es hässliche Superbronze. Ich habe eine Probe davon mitgebracht. Wegen der hässlichen Superbronze... Der was? Dem Metall, das du in Mortimers Haus gefunden hast. Wer hat dir davon erzählt?
Mit dem Metall könnte man ganz neue Arten von Waffen bauen. Holz- und Bronzewaffen wären nutzlos. Niemand darf davon erfahren, bis Lorem Ipsum die Geheimnisse dieses Werkstoffs ergründet hat. Du hast recht. Lass uns das Metall zum Wohle Lorem Ipsums untersuchen. Unbedingt. Wenn wir eines Tages faul werden und uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, könnte das der Untergang der Stadt sein. Das wollen wir doch nicht. Nein. Warte hier. Was wollte ich noch mal holen? Ich wollte dich nur verschaukeln. Ich vergesse nie etwas. Danke. Wofür? Diese Vertiefung da, was ist das? Das ist eine Sonnenuhr. Wofür muss die Sonne wissen, wie spät es ist? Nein, die Sonne sagt uns, wie spät es ist. Und woher weiß die Sonne, wie spät es ist? Keine Ahnung. Der Schatten des kleinen Stabs in der Mitte der Uhr zeigt uns auf jeden Fall an, wann es Zeit ist, Dinge zu tun. Da ist kein Stab in der Mitte der Uhr. Dann muss sie kaputt gegangen sein. Ich glaube, es ist noch mehr kaputt gegangen. Sah es hier früher nicht ganz anders aus? Ich muss weiter. Tschüss! Ein gewöhnliches Eisenrohr, eine knappe Elle lang. Passt genau. Ich schätze, das ist der Obelisk, von dem in der Betriebsanleitung gesprochen wird. Einen anderen sehe ich zumindest nicht. Wie soll ich den Obelisk auf das Podest bekommen? Er dürfte locker eine Tonne wiegen. Cazzone, Luca! Die Mary müsste genug Kraft haben, um den Obelisken auf das Podest zu hieven. Und das Rohr dient als neues Verbindungsstück K oder was auch immer. Los geht's! Zieh, meine Dicke! Das will ich nicht gehört haben! Na los, du schaffst es! In Ordnung. Jetzt ganz langsam... Gut gemacht, Mary. Hast du etwa an mir gezweifelt, Kleiner? Die Mumie meint, das hier wäre eine Sonnenuhr. Ein Stab in der Mitte des Dings soll anzeigen, wie spät es ist. Eine Sonnenuhr. Wäre der Zeiger nicht verschwunden, könnte sie mir vielleicht zeigen, wann es 3 Uhr ist. Der Schatten des Obelisken soll um Punkt 3 Uhr nachmittags auf den Stein fallen, mit dem man eine Geheimtür zur Pyramide öffnen kann. Es ist jetzt so ungefähr mittags? Das Schilfrohr wirft einen dünnen Schatten auf die Zahlen und Linien im Inneren der Uhr. In Ordnung. Es ist Viertel nach vor. Drei Uhr. Der Schatten des Obelisken fällt genau auf den Stein. Der muss es sein.
Das ist es. Also los. Ich würde an eurer Stelle dann nicht einfach reingehen. Fallen, viele Fallen. Mortimer hat es gerade so geschafft. Und Mortimer ist Mortimer. Er war in der Pyramide? Na klar, er ist ein Archäologe. Die gehen immer dahin, wo es die meisten Fallen gibt. Weißt du, wie die Fallen da drin funktionieren? Natürlich. Ich habe einige selber erfunden. Ich bin Ingenieur, glaube ich. Wie wäre es, wenn du uns begleiten würdest? Da rein? Ist das nicht voller Fallen? Komm schon. Ich dachte, Gefahr sei dein zweiter Vorname. Tatsächlich? Das ist ein mehr als seltsamer Name. Günther oder Waltraud. Das sind gute Namen. Mortimer heißt Alfred mit zweitem Vornamen. Nun komm schon, rein in die Pyramide. Da rein? Da ist es gefährlich. Es ist wichtig. Wir brauchen das Buch der Toten, um einen Freund zurück in diese Welt zu holen. Und er weiß vielleicht etwas über ein großes Übel, das sich regt. Es ist wie mein weiser Vater immer sagte. Kojote, Schlange, Vogel, der nach links guckt, Sonne, Sonne, Wellenlinien, Ausrufezeichen. Was? Ja, er war sehr redegewandt. Und er wäre auch nicht einfach so in eine Pyramide voller Fallen gegangen. Vielleicht sollten wir tatsächlich nicht unvorbereitet in die Pyramide gehen. Ach komm schon, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Außerdem ist es wichtig, ein großes Übel regt sich. Du kannst mich da nicht alleine hineingehen lassen. Du musst mitkommen. Dann muss es wohl sein. Ich gewinne jede Diskussion, das war schon immer so. Nimm mich auf die Schultern. Muss das sein? Hopp, hopp. Wir haben 40 Tage in der Wüste vor uns. Wir wollen in die Pyramide. Ah, ja. Sicher, sicher. Oh, hör auf, mir ins Ohr zu schnaufen. Ich schnaufe nicht. Vorwärts, mein stolzes Kamel. Nette Hütte. Ein verdächtiges schwarzes Loch in der Wand. Da muss man seinen Arm reinstecken. Sicher? Ja, manchmal gibt es Schalter am Ende der Löcher und manchmal wird einem der Arm abgehackt. Ich bin mir fast sicher, dass da drin ein Schalter ist. Ach, verschlossen. Und wie alles hier ist die Tür aus Stein. Die kann man nicht einfach auftreten. Ach, verschlossen. Vasen, Katzenfiguren, ein Holzstuhl. Warum ist hier nur dieser Schrott und keine Schätze? Was willst du mit Schätzen im Jenseits? Auf einem Stuhl kannst du sitzen. Als echter Grabräuber muss ich doch wenigstens irgendwas mitnehmen. Wie wär's hiermit? Ein uralter Spiegel, würde ich sagen. Den darfst du nicht einfach mitnehmen. Das ist der erste Spiegel, der jemals hergestellt wurde. Und? Pharao Tutut war sehr auf sein Äußeres bedacht. Er braucht den Spiegel. Nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Pyramide diente anscheinend nicht nur als letzte Ruhestätte des Pharao, sondern auch als Rumpelkammer. Nein, das sind wertvolle Grabbeigaben. Der Pharao soll im Jenseits auf nichts verzichten müssen. Saatgut? Für den Fall, dass es im Jenseits eine Hungersnot gibt.
Ein Streitwagen, ein Boot, Waffen, Lebensmittel? Da wünscht man sich fast selber tot zu sein. Aber nein! Der Pharao hat sich danach gesehnt, ewig zu leben. Deswegen hat er das Buch der Toten schreiben lassen. In ihm steht alles, was die Weisen über den Tod in Erfahrung bringen konnten. Glaubst du, das Buch kann einem ewiges Leben schenken? Beim alten Tutut hat es nicht funktioniert, würde ich sagen. Eine Presse für Olivenöl oder etwas in der Art? Ich würde im Jenseits ja lieber ausspannen wollen, anstatt zu arbeiten. Der Pharao bedient die Geräte selbstverständlich nicht selber. Mit ihm wurden Hunderte seiner treuesten Sklaven begraben. Ich sehe nirgendwo Gebeine. Ich schätze mal, mit der Treue haben es sich die Sklaven noch mal überlegt, nachdem der Pharao tot war. Mit so einem Ding kann man das Öl aus Oliven und sogar Nüssen und anderen harten Früchten pressen. Man kann die Hand nicht vor Augen sehen. Na und? Einfach rein! Hopp, hopp! Ich werde auf keinen Fall in einen stockdunklen Raum gehen. Ich hatte noch nie so ein stures Kamel. Und unbequem bist du irgendwie auch. Trippeln tausender kleiner Füße. Ach, das ist bestimmt nichts. Einfach rein. Hü. Mit so einem Ding kann... Am Boden der Fallgrube warten einige garstige Spieße und einige Skarabäen wuseln zwischen ihnen. Ich würde vorschlagen, dass wir nicht in die Grube fallen. Ich schätze, dass die Grube früher mit dünnen Holzbrettern oder dergleichen abgedeckt war. Mortimer oder die Zeit, einer von beiden hat die Grube freigelegt. Am Boden der Fallgrube warten einige garstige Selbst wenn ich über diese Fallgrube komme... Spätestens bei der Steinkugel ist Schluss. Die Kugel sollte den Eingang zur Grabkammer nur im Notfall blockieren. Ich schätze, Mortimer hat die Falle ausgelöst, als er sich hier umgesehen hat. Selbst wenn ich über diese... Die Kugel... Ich schätze... Also nochmal, du sagst, wenn ich meinen Arm da reinstecke, wird er mir nicht abgehackt? Woher soll ich denn das wissen? Hier ist tatsächlich so etwas wie ein Hebel. Zieh daran! Ja! Nicht loslassen! Die Tür öffnet sich! Toll! Kaputt! Ja, kaputt! Die Tür hat sich einen Spalt geöffnet, aber der Mechanismus scheint defekt zu sein. Sie geht nicht weiter auf. Ah. Diese Säule sieht merkwürdig aus. Nein, das ist eine ganz normale Säule. Sicher? Pass auf, Nate! Warum fragst du mich nicht, bevor du dich in Gefahr bringst? Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man einen Mechanismus im Boden auslöst. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ich würde ja rüberspringen, aber ich weiß nicht, ob es auf der anderen Seite der Druckplatte eine weitere Falle gibt. Dieser Teil... Bist du... Ja, bin ich. Ein guter Kapitän hat die wichtigsten Landkarten immer im Kopf. Und ich auch. Leinen los.
Daran erinnere ich mich noch aus meiner Kindheit. Man verbindet die Dosen mit der Schnur und kann dann über mehrere Meter mit jemand anderem sprechen. Genauso wie man es auch ohne die Dosen könnte. Hallo, ich bin der Hutmacher, der verrückte Hutmacher. Genau wie in meinem Buch. Bist du auch verrückt? Klar, komplett wahnsinnig. Ich finde, dass du ein reizendes kleines Ding bist und einen hervorragenden Geschmack hast. Du musst wirklich verrückt sein, wenn du dich über mich lustig machst. Hast du auch ein Geschenk für mich? Und was für Geschenke hättest du gerne? Tolle! Jeder, der an meiner nächsten Geburtstagsparty teilnehmen will, muss mir was schenken. Und was ist toll? Es mag süße oder schöne Tiere, es mag Sachen für Mädchen und es mag Märchen. Hi. Ah, Hutmacher, hast du mein Geschenk? Ich habe ein tolles Gerät für dich, einen Fernhörer. Ein was? Wenn man die Schnur spannt und jemand in die eine Dose spricht, hört man in der zweiten Dose, was er sagt. Voll lahm! Wenn man was will, kann man doch auch einfach brüllen. Aber das ist gar nicht lahm. Doch, und unpraktisch ist es auch, mit den Schnüren und allem. Jetzt funktioniert's ohne die doofe Schnur. Tja, noch besser. Aber es will das nicht. Es will ein richtiges Geschenk. Ich schenke dir hiermit die Einsicht, dass es im Leben nicht auf Geschenke ankommt. Es hätte aber lieber ein richtiges Geschenk. Ja, aber siehst du da... Meine Mama will mir was ganz Großes schenken. Ja, nur... Ich will ein Geschenk. Ein Geschenk, natürlich. Wenn diese Dinger wirklich stimmen über große Distanzen und das ganz ohne Schnur übertragen, wären die Anwendungsmöglichkeiten gigantisch. Man könnte sich mit fremden Leuten in Kontakt setzen und so tun, als sei man jemand anderes. Oder man könnte sie während der Essenszeit anrufen, um ihnen etwas zu verkaufen. Du solltest Nate den Kompass geben, Hohlbirne. Hast du das gesagt? Ich stehe hier hinten. Pass auf, was du sagst, William. Brak. William ist tot. Ich rede mit dir. Brak. Brak. Ich habe genug von dir und dieser Scharade. Gib Nate, was er braucht und lass mich fliegen. Brak. Undankbares Federvieh. Ich habe dir gesagt, du sollst nur sprechen, wenn ich dich etwas frage. Brak. Niemand hört auf dich, Fettsack. Brak. Fettsack? Brak. Ich lasse mich von geflügelten Promenadenmischungen nicht beleidigen. Noch ein Wort. Was dann, Hohlbirne? Brak? Na, warte. Brak. Brak. Komm. Komm zurück. Wer soll denn jetzt mit mir reden? Ein guter Kapitän. Leinenloch.
Das sollte funktionieren. In Ordnung. Ich habe das Öl aus der Blüte gepresst. Es ist klebrig und riecht stark. Alles drin. Ich glaube, der Papagei ist ganz froh, nicht mehr den Alleinunterhalter in der Irrenanstalt spielen zu müssen. Hey, Kleiner, komm mal runter. Alle möglichen verschiedenen Samenkörner, alle klein und schrumpelig. Ich glaube nicht, dass daraus noch einmal etwas wachsen wird. Hey, da oben, hast du Hunger? Hab ich dich. Ich habe Glück, dass der Vogel eher protokollarische Aufgaben hatte und kein Kämpfer ist wie der Affe. Die kleine Van Buren erwartet einen verrückten Hutmacher und ein weißes Kaninchen bei ihrer Teeparty. Schadalupa? Ich hab da so eine Idee. Dafür müsstest du nur das weiße Kaninchen spielen. Es besorgt mich ein wenig, wie leicht du dich zu solchen Sachen überreden lässt. In Ordnung. Du bist weiß, du hast ein Kostüm, du hast ein Geschenk. Jetzt oder nie. Darf ich vorstellen, das weiße Kaninchen. Das sieht gar nicht aus wie ein normales Kaninchen. Ja, also weißt du... Das ist ein Superkaninchen! Nur das Beste für diese Party. Und hast du ein Geschenk beim Snuffel? Brrrrup. Herr Hoppel dachte, dir könnte ein seltenes Tier aus seiner Heimat gefallen. Schön. Schön. Und er spricht. Das ist ein tolles Geschenk. Bitte, Herr Vogel, setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich doch, Herr Hoppel. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Hi. Ah, Hutmacher, hast du mein Geschenk? Ich habe hier ein ganz tolles Parfüm für dich. Parfüm? Großartig, nicht wahr? Die Damen in Lorem Ipsum tragen das in dieser Saison. Aber meine Augen tränen davon. Das muss so sein. Kennst du nicht den Spruch, wer schön sein will, muss leiden? Eigentlich dürftest du sowas noch gar nicht tragen. Das ist nur für die Großen. Nur für die Großen? Ja, kleine Mädchen sollen kein Parfüm tragen. Nur Damen von Welt. Ich bin eine Dame von Welt. Das dachte ich mir auch. Erzähl deiner Mutter nur nichts davon. Danke, das ist ein tolles Geschenk. Setzen Sie sich doch, Herr Hutmacher. Aber natürlich, Milady. Wollte sich Ihre Frau Mutter nicht auch zu uns gesellen? Das stimmt! Mama! Komm Tee trinken! Der Hutmacher und das Kaninchen sind da! Die was? Ist ja schön, dass du Spielkameraden gefunden hast. Aber Mama muss arbeiten. Du hast mir das größte und tollste Geschenk überhaupt versprochen, sobald der Hutmacher und das Kaninchen da sind. Aber Schätzchen, das sind doch nicht... Ich will jetzt mein Geschenk!
Wo ist es? Aber Schätzchen, wir haben schon darüber gesprochen. Du sollst dich nicht so aufregen. Und zieh nicht mit dem Ding auf mich. Ich will mein Geschenk! Natürlich. Es ist in Seefels. Du darfst dir etwas im Laden aussuchen. Hier kann ich zurzeit eh nichts ausrichten, wie es scheint. Lecker. So etwas muss man genießen. Ich bin nicht stolz darauf. Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Gute Nachrichten. Sind Sie weg? Allerdings. War ein hartes Stück Arbeit. Aber was tut man nicht alles für einen magischen Kompass? Was für ein magischer Kompass? Der Geisterkompass, den du mir versprochen hast. Ich kann mich nicht daran erinnern. Du, Pierre? Nein, Pierre auch nicht. Du hast gesagt, du leihst mir den Geisterkompass, wenn ich die Van Burens vertreibe. So? Und hast du auch gehört, wie ich Piraten-Ehrenwort gesagt habe? Du... Du hast nicht Piraten-Ehrenwort gesagt. Damit gab es nach Piratenrecht keinen Vertrag. Das hättest du wissen sollen, Nate. Aber ich brauche den Kompass. Und ich gebe ihn nicht so einfach her. Auch das hättest du wissen sollen. Raus mit ihm und verriegle das Tor. Das wirst du mir büßen. Was sagst du, Pierre? Fetter Spinner? Sowas würde ich mich nie trauen. Nate! Was soll das? Warum hast du Ivos Spiegel mitgenommen? Gönnen wir den beiden etwas Privatsphäre. Was meinst du? Was? Der Spiegel ist uralt, funktioniert aber noch ganz gut. Ich sehe einen sehr attraktiven jungen Mann mit modischem Bart in ihm. Dieser kleine Spiegel stammt aus einem Grabmal in Lorem Ipsum. Ist er was wert? Ist das... Es... Oh! Weißt du, was du da hast? Er ist also was wert. Das ist der Spiegel. Der erste. Tausende von Jahren alt. Stell dir nur vor, was er alles gesehen hat. All die Klassiker, die man sich in ihm anschauen könnte. Tauschen wir den Handspiegel gegen den Spiegel mit Verbindung zu Ivos Zimmer? Ja, ja, natürlich. Weg mit dem Ding. Wow, früher waren die Spiegel vielleicht klein. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich.
Der Spiegel zeigt alles, was der Spiegel aus Ivos Zimmer sieht. Im Moment das Innere meiner Tasche. In Ordnung. Hey, ich wollte das sehen. Dauert nicht lange. Außerdem schuldest du mir wegen der Van Burens einen Gefallen. Na gut, aber beeil dich. Der Spiegel zeigt mir, was der Spiegel aus Ivos Zimmer sieht. Glückliche Kinder, die in einem schönen Garten spielen. Leinen los. Wenn es nicht funktioniert, war es das mit mir. Nicht wehtun. Du musst dir das hier ansehen. Du! Du hast meinem Baby das angetan. Hab ich nicht. Und du solltest dir das hier ansehen. Deine Enkel. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Beate, halt mal deine Kinder im Zaum. Du willst die Zukunft sehen und wissen, was du ihr angetan hast? Ich zeige es dir. Warum fragt ihr Oma nicht, ob sie euch eine Geschichte erzählt? Du sollst mich nicht Oma nennen. Eine Geschichte! Eine Geschichte! Willst du sie hier wirklich gefangen halten, sodass sie dich für den Rest deines Lebens hasst? Oma erzählt die besten Geschichten! Also schön. Was für eine Geschichte wollt ihr denn hören? Nein. Ich habe einmal für Ivo entschieden, weil ich dachte, es wäre das Beste für sie. Es hat mir das Herz gebrochen und es war falsch. Nur einer sollte über Ivos Leben entscheiden. Ivo. Ich warte draußen. Was ist geschehen? Du hast mich betäubt. Mach nicht so schnell, Liebes. Wie viel Zeit ist vergangen? Nur wenig. Der Mensch ist noch hier. Er wartet draußen. Nate ist noch hier? Er hat mich überzeugt, dich aufzuwecken. Ivo, ich wollte das nicht. Man kann gute Intentionen haben und trotzdem das Falsche tun. Und Entschuldigungen machen es nicht ungeschehen. Nein, das tun sie nicht. Man kann nur versuchen, es wieder gut zu machen und muss darauf hoffen, dass einem verziehen wird. Ivo! Bis bald, Mutter. Was dauert denn da so lange? Ich habe das hier geholt. Rutsch, rutsch, Ivo! Bist du in Ordnung? Alles klar. Papa meinte, das ist zum guten Teil dein Verdienst? Ich wollte dich nicht einfach da liegen lassen. Und wo ich gerade dabei war, habe ich Lorem Ipsum entdeckt. Dann hilfst du mir, Alistair zurückzuverwandeln? Was heißt hier dir helfen? Das Vieh und ich haben all die Arbeit gemacht, während du geschlafen hast. Oh, du... Au! Wir holen Alistair zurück, mehr nicht. Das ändert nichts, in Ordnung? Nichts anderes will ich. Und jetzt endlich weg hier. Bring Abstand zwischen mich und meine Mutter. Du hast es gehört, Vieh. Leinen los! Leinen los. Es ist auf der Insel nicht sicher für dich. Van Buren könnte jeden Augenblick zurückkehren. In dem Fall ist es da auch nicht sicher für dich. Ja, aber du musst nicht nur an dich denken. Na ja, dann... Ruf, wenn du mich brauchst.
Mach ich. Hast du immer noch Hunger? Ja. Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Einige sagen, das Auge esse mit, aber meine Erfahrung ist, dass der Mund mehr essen kann, wenn man das Auge außen vor lässt. Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Yeses! Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Ja. Da drüben vor dem Palast warten noch etwa 2 Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja. Ja, flieg hin, aber denk daran, nicht alles auf einmal. Was hast du gemacht, Kleine? Na. Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Ich soll... Das ist... Ist noch warm. Die Kleine hat nicht nur einen gesegneten Appetit, sie hat auch eine fantastische Verdauung. Leine.